Hallo meine lieben Freunde, Bustaflex hier mit Timegate Nice Chase. Und wie ihr vielleicht aus den letzten Teilen noch wisst, mussten wir viele Zombies bekämpfen auf einem Friedhof. Und wir haben extrem gelitten, extrem viel Energie verloren. Aber ich ging nochmal zum letzten Speicherstand zurück und habe bis hierhin gespielt. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Energie, wie ihr seht, immerhin habe ich die Hälfte noch. Das ist besser als nur ein Strichlein, das ich gehabt habe. Und wir suchen immer noch Juliette Provence. Und wir sind wieder im Verlies. Bärwald hat uns ja hier die Tür gezeigt. Und ja, gucken wir mal, wohin wir kommen und ob wir Juliette finden. Oh, schlechte Erinnerungen. Ja, das kannst du laut sagen. Hier wurden wir an dieses Folterrad gespannt. Und hier, diese Tür war ja verschlossen. Und die ist jetzt auf. So. Und hier kommt natürlich bestimmt ein Wächter. Und ich versuche diesen Wächter mal im Schach zu halten. Ach Gott! Wieso trifft er mich und ich triff ihn nicht? Das kann nicht sein! So, immerhin habe ich ihn jetzt getötet. So. Und ich glaube... Okay, ich habe nicht viel Energie. Ich speichere ab, denn ich weiß, was kommt. Ich habe vorgespielt, da ich so schlecht bin in diesem Kampfsystem, musste ich einfach ein wenig vorspielen. Ich glaube, ich speichere einfach hier. Denn da kann ich immer noch den letzten Speicherpunkt nehmen. Juliette, endlich! Ich habe dich überall gesucht! Jo, die arme Juliette scheint hier gefangen zu sein. Und wir haben jetzt von diesem Wärter den Schlüssel. Der passt natürlich hier rein. Und gehen wir rein hier. Ach, Scheiße! Bist weg, Biatsch, echt. Ich versuch. Ah nein, und ich laufe irgendwo hin. Hier gibt's einen Elixiertrank und ich gehe hier raus und. So, rein hier. Oh! Puh! Habe ich nochmal ein Schwein gehabt? Uff, ich habe nur 2 Energie, aber ich kann das Lebenswasser. Muss ich trinken? Das muss ich einfach holen. Jo, okay. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen mehr Energie. Ich speichere unbedingt jetzt ab. Denn ich mag nicht schon wieder sterben. So, das kann ich hier speichern. So. Wir haben herausgefunden, dass eben das nicht Juliette ist, sondern irgendeine komische Dämonin, die sich als Juliette ausgibt. So, puh, nach diesem Schrecken. Denn ich habe das vorgespielt und ich bin 100-mal gestorben. Ich bin wirklich so mies. Man könnte sogar gegen sie kämpfen, aber keine Ahnung, ich habe sie 100-mal getroffen. Okay, hier und hier ist wieder ein Dämon. Und ich bin sicher wieder so schlecht, oder? Ach, komm, bitte. Bitte triff mich nie. Ja klar, was soll das? So, bitte, bitte. Triff mich einfach nicht. Ach, du Scheiß Wolfram, echt. Sorry für das Gefluche, aber es ist echt... Ich habe echt nicht viel Energie.
Gibt's hier weiter? Ja, hier geht's wieder nach oben. Und wir kommen in der Bibliothek an. Ich glaube, ich speichere nochmal ab. denn ich weiß jetzt wirklich nicht mehr alles genau, was passiert. Es ist wirklich lange her. Ich habe das Spiel jetzt nicht vorhin nochmals fertig gespielt. Ihr seht jetzt wirklich, wie ich hier kämpfe und ablose. Okay, diese Tür ist jetzt offen. Habt ihr gesehen? Diese Tür war bis jetzt immer geschlossen. Wo muss ich hin? Versuchen wir es mal hier. Was ist das hier? Sind die alle zu, diese Türen eigentlich? Kann ich ja mal probieren. Zugesperrt. Und wahrscheinlich nochmal zugesperrt. Okay, dann muss ich sicher nicht hier entlang. Oder noch nicht. Was ist hier? Zugesperrt. Was ist hier? Okay. Da ist wieder jemand. Der will mir was antun. So, bitte, bitte. Sei schneller als der. Und das sieht auch im Moment ziemlich gut aus. So, der bewacht irgendwas. Ich nehme an, es scheint was Wichtiges zu sein, wenn es bewacht wird von diesem ziemlich starken Wächter. So, bitte, bitte. Geh zugrunde. Hey, die brauchen so viel, hey. Das glaube ich kaum. So, nochmal. Und nochmal. Ah, hat sich aufgelöst. Zum Glück. Hui. So. Gucken wir mal, was in diesem Tor verborgen ist. Ich glaube, ich speichere nochmal ab. Sorry, Leute. So. So, weiter geht's. Oi, die Tür geht natürlich zu. Wir sind in der Kapelle gelandet. Was muss ich hier machen? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir uns mal ein wenig um, ohne dass wir dabei gerade umkommen. Kann ich hier was Besonderes sehen? Nee, er sagt immer nur die Kapelle. Was sehe ich hier? Ich glaube, ich kann diese Täfelchen hier angucken. Jo, das sind die verschiedenen Stationen von Jesu Christi. Kann ich sonst noch was gucken? Gibt's hier was? Dieses Kirchenfenster. Wenn es das schon mal ganz genau da so angucken müssen. Veritas semper durior mentionica est. Die Wahrheit ist schmerzlicher als die Lüge. Kann ich bei diesem Fenster was machen? Kann ich das drücken? Nein, das ist zu dumm. Ja. Wir haben ja noch da diese Diamanten. Ah, gefunden. Ein falscher Diamant. Ah, okay. Wir haben ja noch mehrere von diesen Diamanten. Wir haben nochmals einen falschen Diamanten gefunden. Und habe ich nochmal... Also jetzt haben wir zwei falsche Diamanten. Und wir haben noch einen dritten Diamanten. Hui! Und wir haben einen normalen Diamanten gefunden. Nicht drücken, sondern guck dir das Ganze nochmal an. Die Wahrheit ist schmerzlicher als die Lüge. Was haben wir hier eigentlich sonst noch?
Das ist... Dieses Grabmal muss die Lösung sein. Ich glaube, ich weiß, was passiert, wenn ich hier was Falsches mache. Dieses Schwert wird sich erheben und mich töten. Das ist eine Falle. Ich sage es euch, ich habe es ausprobiert. Ich muss es euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich muss hier doch noch was machen. Kann ich hier was... Klappsitze. Dann klapp sie doch mal. Da ist nix. Okay. Vielleicht ist hier was. Probier's aus. Hier ist eine 4. Eine 4 mit einem Teufel. Ist das was Gutes? Gibt's noch mehr Zahlen? So, probieren Sie es einfach aus. Okay, wir haben nur eine 4 bis jetzt, aber hier auf dieser Seite gibt es ja auch noch. Okay, probier es hier nochmal aus. Okay, ist hier was? Eine 1, eine 4 und eine 1 haben wir. Und gibt's noch was? Eine 4 und eine 1. Und eine 2. Eine 4, eine 1 und eine 2. Okay. Das sind eigentlich... Sind das... Ah, okay. Eine 4, eine 1 und eine 2. Vielleicht hat es dann mit diesen Rätseln was zu tun. Ja, gucken wir uns das Ganze mal genauer an hier. Eine 4, eine 1 und eine 2. Muss ich die drücken oder muss ich da was anderes machen? 4, 1 und eine 2. Vier, fünf, das müsste eine 7 ergeben. Wenn ich mich noch recht erinnern kann, musste man diese Zahlen zählen und dann gegen das Bild drücken. Oder meine ich das nur? Oder sterbe ich jetzt gerade wieder, wenn ich das angucke? Also es ist eine 10. Und es ist da hier die 9. Vielleicht? Das müsste ja die 7 sein. Ja, es sieht so aus, als könnte ich das drücken, da es so komisch läuft hier. Okay, guck das an. 7. Okay, ich probiere es einfach mal aus und vielleicht werde ich ja sterben. Das Dach geht auf. Und eine Tür ist... Und nochmal eine Tür ist aufgegangen. Ich speichere mal wieder. Es wird spannend, echt. So. Speichern wir nochmal kurz hier ab. Und gehen doch gerade mal dorthin. Ja, genau, diese Tür ist aufgegangen. Oh, scheiße, das ist genau der Crap. Ich glaube, wir müssen uns gegen diesen Ritter wehren. Und dieser Ritter, der ist verdammt stark. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Teil, wenn ich versuche, diesen Kämpfer, Ritter... Ihr habt den Ritter vielleicht noch in Erinnerung aus dem Intro, da kommt er vor. Wir haben ihn damals schon mit der Axt getötet, aber der ist auch hier wieder da. Wir versuchen es. Wir sehen uns beim nächsten Teil, wenn es wieder heißt Let's Play Time Gate Night Chase mit mir, Busterflex.